Hallo Freunde und willkommen zurück in der Mitten University bei Two Point Hospital. So, wir schauen mal, was wir beim letzten Mal noch hier angestellt haben. Wir sind wahrlich eigentlich am weiterhin fortbilden. Das machen wir auch gleich mal wieder hier. Da nehmen wir einen Chefarzt. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Eine Nachwuchsschwester, nochmal eine Ärztin. Die können beide fast dasselbe. Das ist super. Ein Assistenzarzt. Diese drei bilden wir jetzt aus und wir schauen mal in was. Psychiatrie vielleicht. Dann hätten wir da auf jeden Fall keinen Engpass mehr. Oder Diagnostik. Ich glaube, wir nehmen Diagnostik. Wir nehmen die Diagnostik und legen los mit einem von auswärts. Geld haben wir genug. Das ist nicht das Problem. Schön. So, wir waren beim letzten Mal kräftig beim Ausbauen. Und am Forschen natürlich. Wir könnten mal eine neue Forschung reinhauen. Upgrade brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen erstmal den Megascanner. Nach der Entdeckung von Röntgenstrahlen vermuten Wissenschaftler nun die Existenz von Rösterstrahlen. Das ist natürlich Humbug. Idioten. Wir sollten lieber einen riesigen Magneten bauen und schauen, was passiert. Würde ich auch sagen. So machen wir das. Wir starten mal die Forschung dazu. Gut, wir haben jetzt erst einmal, ganz wichtig, drei Ärzte in der Ausbildung. Das heißt, da wird wohl nicht so ganz so viel passieren. Dennoch schauen wir weiter. Wir haben hier kräftig ausgebaut. Genau, wir haben hier noch zwei Psychiatrien gebaut. Wir haben hier einen Platz frei sozusagen für etwas Tolles. Was wir hier nicht haben, das haben wir, glaube ich, doch hier hinten haben wir so etwas. Die könnten wir eigentlich nach vorne bringen. Was haben wir hier? Eine Personalanforderung. Heile 40 Patienten, nehmen wir an. Wir nehmen das mal mit und stellen das hierher. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich glaube, X war es, genau. Ja, so, stellen das hierher. Disco-Fieber, der Disco-Fieber. Wir haben drei Psychiatrien, Entschuldigung. Da können wir doch einiges machen, würde ich sagen. Da sollte man die doch ruckzuck geheilt haben. So, wir schauen mal, ob wir irgendwas über Kapazität oder zu viele Leute haben. Nein, haben wir nicht. Sieht super aus. Ja, da kommen unsere Jungs mit Disco-Fieber. Und was wir überhaupt machen müssen. Wir müssen viele Patienten heilen. Wir müssen 20 Mitarbeiter weiterbilden und wir müssen 4000 Forschungspunkte erhalten. Alles Dinge, die wir eigentlich leicht erreichen können, würde ich sagen. So, jetzt sind natürlich hier ist ein bisschen voll geworden. Oder ist es ein bisschen voll? Ja, und wir benötigen hier noch einen in der Psychiatrie. Ist schon wieder ruckzuck voll, aber ich glaube, nee, von denen kann gar keiner in die Psychiatrie. Das habe ich vorgesehen, aber wir haben bestimmt hier einen Allgemein, der jetzt gerade in der Allgemeinmedizin sitzt, der das vielleicht kann. Gut. Wir schauen mal weiter, was wir überhaupt an Zimmern. Wir haben eine Station, wir haben Psychiatrie, wir haben eine Weiterbildung, wir haben eine Forschung. Wir haben die Flüssigkeitsanalyse, die ist glaube ich hier. Flüssigkeitsanalyse, genau. Ja, können wir auch nicht pimpen. Können wir das hier pimpen? Das können wir pimpen. Wir haben die Radiologie. Die haben wir beim letzten Mal, glaube ich, noch erforscht. Und wir haben sie nicht gebaut, so wie ich das sehe. Nein, haben wir nicht. Okay, ist das richtig? Easy Scan, okay. Nee, haben wir nicht erforscht. Deluxe Entleuchter. Farbeimer. Okay, ja, dann bauen wir doch noch eine Radiologie. Was muss die Radiologie? Was kann die? Die ist zur Diagnose da. Ja, gut. Diagnose wollte man eigentlich hier vorne bauen. Deswegen habe ich hier freigelassen. Aber naja, das ist okay. Wir nehmen das so hin. Dann sind die Wege zwar ein bisschen weit, aber wir können ja später noch ein bisschen umbauen. Jetzt bauen wir erstmal hier die Radiologie hin. Dass wir den Raum wenigstens schon mal gebaut haben. Drehen das Teil hier. Oh, das passt aber gerade so rein.
Und stellen wir es mal so hin. Dann sehen wir wenigstens etwas. Genau. Und zack. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Bänke. Ja, jetzt haben wir nicht so eine ganz schöne Bank, aber egal. Und wir brauchen wir einen Mülleimer, brauchen wir nicht. Feuerlöscher mal hier auch in der Nähe. Aber einen Heizkörper brauchen wir hier. Und vielleicht noch einen Trinkbrunnen. Und natürlich einen Süßigkeitsspender benötigen wir hier auch. Bauen wir da rein noch einen Heizkörper, dass hier auch noch kuschelig warm wird. Und hier auf die andere Seite noch einen Heizkörper, vielleicht hier unten hin. Genau, dann haben wir es in der Radiologie auch schön warm. Ah, Befund der Begutachtung, alles super, hat ihm gefallen, soweit. Okay war es wohl, auch okay. Finden wir auch okay. Können wir das? Nein, dann können wir noch nichts pimpen. Ich glaube, hier können wir nochmal aufsteigen lassen. Dann haben wir noch einen besseren Befund. Genau, der muss auch noch auf die Toilette. Der geht in die Pause. Der repariert. Und ich glaube, wir können schon wieder jemand ausbilden. Wir schauen mal, wen wir hier noch haben. Hier haben wir wieder mal einen Facharzt. Hier haben wir auch noch mal einen Arzt. Der kann Psychiatrie. Und dann bräuchte man nochmal einen Arzt vielleicht. Hier Assistenzarzt. Und die lassen wir jetzt alle Diagnostik lernen. Super. Ah, da ist schon einer drin gewesen. Das hätte ich jetzt gerne gesehen. Schauen wir uns aber gerne nochmal an. Schauen wir uns gerne nochmal an, wenn da jemand reinkommt. Okay, der ist auch geheilt. Ist im Gange. Zwei geheilt, vier fehlgeschlagen. Wirklich? Der auch? Das sieht nicht gut aus. Da schlagen die doch glatt fehl. Hier fehlt uns ein Arzt aktuell. Da fehlt auch aktuell ein Arzt. Also ich glaube, da wartet gerade niemand, oder? Doch eine Person hier unten. Ich glaube, zwei Psychiatrien reichen, würde ich sagen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Braucht man gar nicht lang rumfragen. Wir reißen das hier dann nachher ab. Okay, der ist okay. Also viel haben wir nicht geheilt aktuell. Ja, der forscht auch, okay. Ja, gucken wir mal, was hier passiert. Die plaudern ein bisschen. Ja, schön trinken hier und geheilt. Wunderbar. Okay, die haben ja gerade gar nicht viel zu tun, meine Assistenten. Okay, da ist eine Pflanze am Eingehen. Mit dem, der möchte wahrscheinlich befördert werden. Okay. Tja, haben wir beides nicht geschafft. Okay, einer ist in der Diagnostik abgeschlossen. Ein Arzt. Ich glaube, den Raum hier, den reißen wir ab. Den reißen wir ab, das verkaufen wir. Ja, wir wollen das komplett verkaufen. So. Ich glaube, zwei reichen da. Wir schauen jetzt noch, dass wir das hier rumkriegen. Ja, dann müssen die halt hierher. Oh, hier haben wir wieder was. Ist da jemand drin? Nee, ist niemand drin. Scheint nicht so. Ein bisschen aus wie Freddie Mercury. Mercury. Freddie Mercury. Gut, Weiterbildung abgeschlossen. Das schauen wir doch gleich. Haben wir hier noch Stationspfleger. Nachwuchsschwester.
Nachwuchsschwester. Mit was könnte man die versorgen? Eigentlich nur mit der Spritzenverwaltung. Das werden wir in dem Fall auch tun. Und wir werden einen von außen holen und diese drei hier ausbilden. Dass wir hier unsere 20 Mitarbeiter noch ausgebildet bekommen. Würde ich doch sagen. Und dass die Forschung mal ein bisschen hier anläuft. Jetzt müssten wir ja eigentlich genug Ärzte haben. Oh, jetzt war da wieder jemand drin. Da hab's wieder nicht gesehen. Ach, der da sieht doch so aus, wie der da hin müsste, oder? Nee, der hat einen Termin in der Psychiatrie. Der auch. Na gut. Dann erlernen die Spritzenverwaltung. Da haben wir einen Farbeimer. Schauen wir da ein bisschen hin. Rot ist immer gut. Grün. Na, wird der geheilt? Ja, wird er. Wahnsinn, 10.000 für so eine Heilung. Nicht schlecht, würde ich sagen. Also da ist ja Geld zu machen. Na, hier hätten wir auch noch einen gehabt. Clowns habe ich hier bisher keine. Oder wenige. Hier in der Forschung habe ich aktuell nur einen. Na, wir könnten das hier... Ne, kann man nicht reparieren. Okay. Kann man also keinen anfordern, dass er das repariert. Der ist immer noch hier dran. Die Heilungsrate sieht eigentlich ganz super aus. Also, wow. Bräuchten eigentlich bloß eine Heilungsrate von 60%, haben aktuell 80%. Brauchen halt nur diese Forschungspunkte. Ich glaube, wir lassen mal ein Stückchen schneller laufen. Das wird wohl nicht schaden. Wir haben auch keine riesigen Warteschlangen, wo wir irgendwas ausbauen müssten. Das sieht eigentlich alles gerade sehr gut aus. Hier haben wir jemand, der kurz vorm Ableben ist. Okay, der hat einen Termin in der Apotheke. Was mit dem? Ich weiß nicht, wie es ihm geht, aber ich finde diese ständige Todesfälle blöd. Ja, finde ich auch. Ohne Todesfall, ja, das wird nicht leicht, aber wir werden es versuchen. Unsere Ausbildung ist abgeschlossen. Wir haben wieder mal Arzt, okay. Krankenpfleger, Krankenpfleger, hier haben wir auch noch einen Arzt. Pflegeschüler, Pflegeschüler. Okay, machen wir erstmal die Ärzte hier durch. Haben die irgendwas, was sie zusammen machen können? Nichts, was gerade interessant wäre, dann würde ich das so machen. Und dem vielleicht die Allgemeinmedizin empfehlen. Und dafür einen internen nehmen. So, dann hätten wir wieder einen ausgebildet für die Allgemeinmedizin. Die wird auch immer wieder benötigt. Dass wir da ein bisschen höhere Rate bekommen. Weiß nicht, arbeiten die dann schneller oder was auch immer. Wenn wir schon, ob hier der Herzraser. Da wäre natürlich auch toll, wenn wir hier mehr Forschungsärzte hätten. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, entweder wollen die nicht forschen oder haben keine Lust dazu. Wir müssen die Priorität hier hochsetzen. Aber das wäre natürlich auch nichts, weil dann haben wir hier sonst zu wenig Ärzte. Ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Egal. Wir werden das so weitermachen und hoffen. Okay, da fehlt jetzt... Ach, da muss normalerweise auch ein Arzt hin, oder? Okay, wo muss die hin? In die Psychiatrie, okay. Na gut. Da ist wieder Dreck. Okay. Mal schauen, vielleicht brauchen wir doch nochmal einen Hausmeister. Wenn wir hier weiterhin ausbauen, immer mal wieder. Und vor allem mehrere Pflanzen platzieren. Da ist niemand. Warum da niemand ist, weiß ich auch nicht. Assistent. Benötigt ein Assistent. Ah, okay.
Aufnahmestation. Schon wieder jemand gestorben. Ich glaube, das Ding verkaufen wir. Dann können wir nämlich noch einen Assistenten einstellen. Es wird wieder Zeit für die Nachrichten. Dann kann die nämlich da an die an den Verkaufsstand. Genau. Super. Ein paar Leute jetzt für eine Weile gratis Urlaub nehmen können. Echte Glückspilze. Und ich glaube, wir stellen. Sollen wir nochmal eine Assistentin einstellen? Können wir eigentlich machen. Also am Geld mangelt es uns nicht. So, wir bilden weiter aus. Schon wieder Ärzte? Haben wir noch einen Arzt? Krankenpfleger, Nachwuchspfleger, Pfleger? Nee. Ich glaube, wir bleiben erstmal Hausmeister. Wir nehmen erstmal die Krankenpfleger. Nochmal Apotheke, okay, oder Station. Ich würde sagen, wir nehmen die Apotheke. Nehmen die Apotheke. Haben wir hier keine Heizung drin? Doch, wir haben eine Heizung drin. So, hier haben wir immer noch nur einen Arzt. Das ist blöd. Möchte dort mehr Ärzte, zusätzliches Personal. Okay. Okay, machen wir das halt so. Wenn wir da zwei rein, würde ich sagen. Ja, das machen wir jetzt so. Weil wir benötigen, wir benötigen diese Forschungspunkte. Wir sind schneller mit Ausbilden fertig als mit diesen Forschungspunkten. Und das geht natürlich nicht. Ja, der Danny und der Herbie sind ja schön am Forschen. Danny ist übrigens ein super Name. Kann ich nur gut finden, den Namen. Personalanforderungen hat natürlich nicht geklappt. Der Gesundheitsinspektor. Okay, da kommt mal wieder jemand und guckt sich das Krankenhaus an. Und wir schauen so lange uns den Clown an. Oh Mann, total deprimierend. Eine Gruppe von Clowns. Na, das ist doch super. Das übernehmen wir einfach mal. Die Clowns treffen im Krankenhaus ein. So, wir können wieder weiterbilden. Wir haben Stationsschwestern, Pflegeschüler, Pflegeschüler. Ich würde sagen, die Diagnostik ist eine gute Sache und wir nehmen jemand von außerhalb. Umso besser die Diagnostik, umso besser die Heilchancen. Super Sache. So, wir schauen nach unseren. Okay, das ist unser Knaller. Da kommen die Clowns. Angewatschelt. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt da gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder? Ja, 6 Stück sind's. Ah, 7 vielleicht sogar. Ne, 6. Okay, alles klar, super. Der 7. ist drin. 6 sind noch in der Warteschlange. Tja, damit würde ich sagen, wir schauen, dass wir das beim nächsten Mal auf jeden Fall hinkriegen mit den Clowns. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir forschen und bilden noch unsere Mitarbeiter aus. Vielen Dank. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Kommentiert auch gerne. Bis zum nächsten Mal und tschüss.